Hi Leute, willkommen zurück bei der Basketball Academy bei Kinderjoy of Moving. Heute geht es mit dem Border Level weiter. Ich bin Lucy. Und ich bin Jonas. Und damit ihr am Testtag die Zeit schafft, trainiert direkt nach dem Tutorial entweder zu Hause oder auf dem Freiplatz. Und wie beim letzten Mal fangen wir mit dem Slalom an. Achte diesmal darauf, dass du vor jeder Stange einen Handwechsel machst. Und wenn du eine Stange auslässt, dann fang nochmal von vorne an. Nach dem Dribbling geht's mit Ballhandling weiter. Dafür macht ihr einen Handwechsel vor dem Körper, einen durch die Beine und einen hinterm Rücken. Wenn ihr die Übung erfolgreich absolviert habt, geht es direkt mit dem Korbleger weiter. Für das Baller-Level müsst ihr einen Korbleger von rechts und einen Korbleger von links treffen. Von den Korblegern geht's direkt zur Koordinationsleiter. Dort lauft ihr mit zwei Kontakten pro Feld durch die Leiter durch, währenddessen kreist ihr den Ball um eure Hüfte. An der Passstation müsst ihr für das Baller-Level einen einhändigen Pass ins Ziel treffen. Und schon sind wir an der letzten Station angelangt. Diesmal müsst ihr einen Wurf treffen, um das Level zu bestehen. Danach sprintet ihr zum Buzzer, um die Zeit zu stoppen. Und jetzt seid ihr dran. Trainiert zu Hause das Baller-Level und dann sehen wir mal, wer schneller ist. Viel Spaß und gebt alles beim Testtag.